persönliches Logbuch des Captain. Um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, wenn diese Einträge abgehört werden, werden meine Taten rehabilitiert sein. Ich bin Unitologe. Inzwischen ist es vermutlich kein Geheimnis mehr, dass wir gar nicht in diesem Sternsystem sein sollten. Nur ein weiterer Abbaujob für die Firma. Bis die Kolonie den Marker fand und die Kirche aufhorchte und mich schickte, diese Pilgerreise anzuführen. Sie versicherten mir außerdem, dass ein Großteil der Crewmitglieder streng gläubig sei. Meine primäre Anweisung lautete, den Marker in der Kolonie abzuholen und auf das Schiff zu bringen. Dr. Kine, der CSO, ist Experte für den Originalmarker und erhielt die Aufgabe, auch diesen zu entziffern. Er sagt, er mache gute Fortschritte. Meine Entscheidung, eine Quarantäne über die Kolonie zu verhängen, war gerechtfertigt. Die haben da unten eine Art Epidemie und ich darf nicht zulassen, dass sie auf Schiff übergreift. Nicht bei dieser kostbaren Fracht. Nicht, wenn wir so nahe sind. Der Planet wird morgen geöffnet. Wir werden den Marker weiterhin entziffern und bei unserer Heimkehr unsere Ergebnisse und den Marker der Kirche übergeben. Die Regierung wird das hier nicht vertuschen. Ortman sei gepriesen.
ausgezeichnet. Warten Sie da auf mich, ich bin gleich bei Ihnen. Zündung des Shuttle-Antriebs. Zu spät, das Richtige zu tun. Das Shuttle muss vor dem Start entsichert werden. Da, die Kontrollplattform. Sie müssen die Abdockung durchführen, während ich den Shuttle-Antrieb starte. Das wird uns wieder ganz machen. Beeilen Sie sich! Ich nehme das Shuttle zum Flight Deck, wo der Marker aufbewahrt wird. Sicherung gelöst. Ich bin unterwegs zum Flight Deck. Kommen Sie dorthin, dann bringen wir den Marker an Bord. Ja, Amelia. Bald werden wir ihn nach Hause bringen. Keine Ahnung, ob kein verrückt ist oder nicht, aber wir brauchen das Shuttle. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Jedenfalls vorerst. Ihre Zeit ist gekommen. Fürchten Sie sich nicht. Es besteht kein Grund, sich zu wehren. Viele sind schon vor uns gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Reise gemeinsam antreten, den Tod überwinden und die Zukunft ihren Kurs nehmen lassen. Kommen Sie mit mir und erblicken Sie das Angesicht Gottes. Yeah.
Yes.